Wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer weiteren Episode UAC Run. Wir spielen wieder auf dem play.mbq.eu. Wir haben unter uns einen sehr, sehr großen Zauberwald. Das heißt, wir können hier einfach mal einen Baum abrasieren. Ich mache erstmal einen weiteren, weil ich nicht genau weiß, wo das Holz landen wird. Da ist es doch einmal Rückwärtsgang, bitte. Düt, düt, düt. Deine Mutter ist so fett, die macht Rückwärtsganggeräusche eines LKWs. Wie war der Witz nochmal? Ich weiß es nicht ganz genau. Also hier könnt ihr super gerne einfach ganz, ganz viel von den Zauberdingern abbauen. Am besten so viel, wie es geht und ein bisschen warten. Irgendwann habt ihr ganz, ganz viel, ganz, ganz viel Äpfel. Aber so viel, dass ihr euch nicht mehr dafür retten könnt. Da kommt schon quasi einen Fruchtzuckerschock und ihr müsst nie wieder Früchte essen in eurem Leben. Vorgesorgt für den Rest eures Lebens. Aktuell haben wir 8. Da oben ist noch ganz viel, da ist richtig viel. Wir haben jetzt schon 14. Das ist richtig krass. Leute, ich bin mir jetzt nicht ganz genau sicher, ne? Ich habe jetzt, ihr seht selber, wir haben nur noch 7 Minuten, ja? Ich will euch mal eine kleine Geschichte erzählen, ja? Hier, Geschichtskurs mit Dom. Geschichtskurs mit Dom! Da oben sind Diamanten, ja? Die hole ich mir nochmal eben. Wir haben, oder ich habe gesucht, ich habe natürlich Zuckerrohr gefunden. Wir haben natürlich einen Stack Zuckerrohr gefunden für 6 Bücherregale. So weit, so gut. Wir haben jetzt hier, wie ihr seht, gerade mal so, eine Diamantrüstung. Nicht mal ganz, scheiße. Wir machen, Schuhe zuerst. Damit wir noch 2 Schwerter haben und Helm, machen wir eventuell einfach aus Eisen oder so. Aber ich habe keine Höhle gefunden. Ich habe verdammt nochmal keine Höhle gefunden. Wie kann das denn passieren? An der Oberfläche war einfach keine Höhle. Wir haben deswegen auch kein Nether. Das hier war eine Schlucht, die habe ich so ein bisschen, verunstaltet. Aber, das war das Einzige, was ich gefunden habe. Ich werde mich jetzt hier strip-minen. Ich möchte euch vielleicht auch mal ein bisschen ans Herz legen, wie kann man eine Runde gewinnen oder zumindest gut spielen, wenn man wirklich gar keinen Stuff hat. Und wir haben gar keinen Stuff. Wir haben noch 6 Minuten, haben gerade mal Diamanten gefunden für eine nicht mal volle, komplette Diamantrüstung. Wir haben zum Glück 10 Äpfel. Das ist super. Sprich, wir können... Ich hab alles im Mund, Leute. Sprich, wir haben da auf jeden Fall genug. Und das ist okay. Also Äpfel haben wir genug, aber trotzdem, der Rest ist einfach kacke gewesen. Wir werden nochmal gucken, ob wir hier irgendwo vielleicht nochmal Lava hören oder Wasser hören oder eine Höhle finden oder so per Zufall. Ansonsten müssen wir allerspätestens bei Minute 3 oder 3,50, vor allem ohne Nether, ohne Level, würde ich euch raten, bei 3,50 allerspätestens aufzubauen, zu verzaubern. Und dann wirklich nicht zwingend sogar immer auf die dritte Verzauberung, damit ihr quasi nicht immer 3 Level ausgebt, sondern vielleicht auch nur mal 2 oder auch nur mal einen. Also ihr müsst jetzt sehr sparsam damit umgehen. Da ist Lava gewesen da oben. Aber wie kann man das trotzdem gut spielen? Und zwar, indem man im Deathmatch taktisch sehr klug vorgeht. Meistens so mit ganz viel Stuff kannst du halt machen, was immer du willst. Aber jetzt darfst du das nicht machen. Du musst ein bisschen vorsichtiger spielen. Und das werde ich euch versuchen, gleich mal so ein bisschen zu erklären, zu zeigen. Ist vielleicht mal gar nicht so eine scheiß Idee. Und ich wollte euch auch nochmal fragen, falls ihr mein VR-Video nicht gesehen haben solltet, schaut es ja gerne nochmal an. Das kam gestern, glaube ich, raus. Ja, gestern müsste es gewesen sein. Sehr gerne nochmal angucken. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir mal Spiele in die Kommentare schreibt oder eben auf meinem Discord-Server, die ich in VR spielen soll. Einfach mal coole, coole Sachen vorschlagen. Würde ich mich sehr darüber freuen, damit ich weiß, was ihr vielleicht so an Nebencontent außer Rocket League und auch UAC Run so noch ganz gerne sehen wollt, vor allem im VR-Style. Das ist auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Für mich persönlich, für euch nur normales Video, für mich ist einfach die Welt. Es ist sehr, sehr komisch, VR zu tragen. Für die VR schon mal getragen haben, werden es wissen. Aber auch hier ist kein Nether, hier ist nichts. Da oben sind Diamanten, da ist noch ein bisschen Gold. Da ist auch ein Typ gewesen, da links irgendwo. Wir werden mal kurz die Diamanten holen. Wir brauchen die noch ganz dringend. Einfach damit wir, ja, noch einen Dia-Helm haben. Der ist mir schon noch relativ wichtig, um ehrlich zu sein. Da haben wir noch ganz viel Gold, aber das brauchen wir gar nicht zwingend. Das können wir gleich immer noch einsammeln. Sollten wir irgendwie versuchen, naja, so ein bisschen Level zu farmen, was wir zwangsläufig müssen. Hier ist sonst nichts mehr. Wir haben jetzt noch 4 Minuten Zeit. Wir müssen mal kurz einen Abgang machen
Und jetzt haben wir dann genau die eben angesprochenen 3 Minuten 50, die wir eben brauchen zum Verzaubern. Wir machen das hier, wo ganz viele Ärzte sind, machen uns da eine ganz, ganz kleine Wand rein, einfach aus dem Grund, weil über uns ein Typ war und ich will nicht, dass er irgendwie hier reinguckt und sieht, ah, hier sind ganz viele Bücherregale oder so, sondern soll er eben nicht sehen, ich soll einfach hier unten doof rumstehen, das ist vielleicht nicht ganz so krass für die, dann sehen die halt weniger und dann kommen die vielleicht nicht runter, keine Ahnung. Wir verzaubern wie gewohnt zuerst mal auf Schärfe 2 ein Buch, das heißt, wir haben da schon mal Schärfe 2 mit einem weiteren Schwert, haben wir dann Schärfe 3 gemacht, wenn wir da dann Schärfe 2 drauf bekommen sollten. Wir können mal abchecken und zwar auf dem Schwert bekommen wir nur Rückschuss auf allen Sachen. Ist natürlich sehr cool. Oh, das war nicht so gewollt, Leute. Wir haben aber noch eine Axt dabei, super. Dann gehen wir mal weiter. Hier haben wir keinen Schutz, da haben wir keinen Schutz, da haben wir keinen Schutz und da haben wir Schutz 2. Das ist so lächerlich teilweise. Wir müssen halt offen. Ich weiß, sollt ihr nicht zwingend machen, müssen wir aber machen. Hier keine Schärfe 2, da Schutz 2 auf dem. Ein Buch könnten wir auch verzaubern. Wir machen trotzdem so. Ich weiß, das darfst du normalerweise nicht machen. Mach das so nicht. Aber wenn ihr Schutz nicht woanders drauf habt, dann müsst ihr das halt irgendwie machen. Aber es kommt euch nur schlecht entgegen. Genau wie jemand, der euch gerade ankotzt. Ist einfach nur schlecht, kommt euch entgegen. Kotze kommt euch entgegen. Es ist nicht toll. Ich wünsche niemanden von euch angekotzt zu werden. Ist, glaube ich, das Schlimmste, was es gibt. Esst ihr gerade zufälligerweise? Nee, gut, dann ist ja super. Haben wir hier, da ist auch nur Kacke auf dem Buch. Da hätten wir Schutz 1. Ja, könnten wir machen, müssen wir machen, machen wir auch sehr gerne. Wir haben im Deathmatch auch sehr viel Wasser, aber wir haben einfach nicht the money dafür, um das Ganze zu machen. Haben, also, Geld ist hier quasi die Level. Ne, wir gehen arbeiten, indem wir das abbauen, dann bekommen wir natürlich Geld für, also Level, oder wir bekommen die geschenkt, weil man vielleicht Streamer ist im Neta. Ja, oder so. Auf jeden Fall, nee. Oh, das wollte ich auch nicht machen, zwingend. Schärfe. Warte mal, was ist denn da für eine. Hallo? Mann, Wasser, backt dich immer so scheiße weg hier. So haben wir hier noch irgendwas, nur Schärfe 1. Willst du mich überhaupt über... Kannst du... Das Spiel ist die ganze Runde gegen mich. Die ganze Runde, die ganze Folge, die ganze Runde gegen mich. Nur Kacke, wir machen jetzt gleich Schutz 1. Schärfe 1. Wir wollen noch ein paar Level, aber... das ist ja nicht mehr... Was ist denn das für eine Runde? Wir haben nichts gefunden und nicht mal die Verzauberungen sind für uns. Also ab und an, ich meine... Ihr wisst ja selber, ich habe aktuell übrigens 98 Wins. Das heißt, jetzt gleich könnte mein 99. Win sein. Oder aber, wir machen am Sonntag im Stream, Sonntag übrigens ab 15 Uhr ist der Minecraft-Stream, Minecraft-Team, da machen wir vielleicht den 100. Sieg voll. Verbrennung, oh, wir müssen noch ein Level farmen. Okay, machen wir das nochmal eben schnell. Also vielleicht jetzt Sieg 99. Wir haben also fast schon 100 Siege. Ich habe 300 Spiele gespielt. 335, um genau zu sein, davon habe ich knapp 100 gewonnen. Kann man, glaube ich, mit leben. Dafür, dass ich UAC Run als Noob angefangen habe, ohne Kenntnisse zu haben. Und dass ich auch sehr, sehr viel im Stream spiele, wo halt sehr viele Idioten dabei sind. Muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. 300 Spiele, 100 Wins. Ja, jedes zweite quasi gewinne ich. Ist doch super, was will man mehr haben? Ist doch richtig geil. Also von daher kann ich mich nicht beklagen. Ich glaube, dass ich ein ganz guter Spieler bin, aber wie ihr seht, habe ich einfach nur Pech in der Runde gehabt. Aber ich versuche das Beste daraus zu machen. Ich will euch das Beste noch liefern in der Runde. Auch wenn wir jetzt ein bisschen sneaky angehen müssen oder ein bisschen tricky angehen müssen. Wir machen hier noch Schärfe 2, haben alles zusammen. Nehmen noch mal ein paar Level mit, die wir mitnehmen können. Einfach aus dem Grund, eventuell brauchen wir das noch, weil wir irgendwas zusammen craften müssen gleich im Deathmatch und wir eventuell nicht genug Level haben. 10 reichen, aber eventuell. Wir brauchen zum Zusammencraften der Schwerter 3 plus 3, also eigentlich nur 6 und den Rest müssen wir nicht zusammen craften. Sprich, wir verbrauchen eigentlich nur 6 Level. Wir machen mal kurz Schärfe 2 und Schärfe 2, 3 Level und 3 Level. Macht 6 Level, wunderbar. Haben wir noch 4 übrig, alles super und das Schwert kann weg. Das kann weg, wir könnten noch einen weiteren Apfel machen, machen wir gleich auch mal. Erstmal Sachen kurz wegwerfen. So. Perfekt, wir essen nochmal kurz einen Apfel, um ihn zu haben. Ich will mich noch mal kurz hier ein bisschen... Wo haben wir denn? Ist hier niemand in der Nähe oder so, ne? Ich glaube nicht. Wir machen gleich einen Apfel, Leute. So, einmal hier, klack und klack. Okay, perfekt. Mal ist er da, stecken. Und jetzt ist die Sache halt, wir sind hier sehr langsam, sind manche komischen Brücken immer da nach oben. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Es ist knifflig, Leute. Es ist knifflig. Aber es wird spannend. Und ich hoffe, dass ich irgendwas Geiles noch zaubern kann.
ein paar Kills wären geil und Win wäre natürlich super, aber damit kann man nicht rechnen. Vor allem nicht mit dem Stuff. Wir müssten halt Tränke auch finden, ganz wichtig. Aber jetzt erstmal Deathmatch, Leute. Und ich hoffe, dass wir hier irgendwo in der Nähe einen Typen haben. Aber irgendwie ist niemand hier. Hallo? Ich weiß es nicht. Ich muss natürlich ein bisschen... Da ist irgendwie Wasser oder so da hinten. Guck, dass ich ein bisschen erstmal an der Border entlang laufe. Ich will mich nicht ins Getümmel stürzen. Du musst halt so ein bisschen von außen nach innen langsam alles machen. So, da ist ein Typi, den könnten wir vielleicht sogar anhitten. Wir haben natürlich Verbrennung dabei. Ist aber trotzdem doof, er landet im Wasser unten. Ja, das war alles andere als cool. Wir landen da drauf, dummerweise. Also alles andere als cool. Na, war nicht gut. Da sind zwei Leute. Wir könnten mal gucken, auf wen wir drauf gehen. Wir gehen mal auf den da drauf. Den sollten wir eventuell sogar bekommen. Kannst du sterben? Nein, er ist nochmal. Er ist nicht mehr. Er ist tot. So. Also er ist nicht tot, sondern er ist tot. Weil er gerade wegen Essen. Wir haben Speed Potion. 3 Minuten. Alles gut. Heißt, wir müssen uns... Ne, nur 1,50, komischerweise. Müssen uns ein bisschen sputen jetzt mal. Hier, das ist der andere Typ gewesen. Wir haben aber jetzt Schnelligkeit. Er glaube ich nicht. Er wird auch komischerweise hängen hier. Nee, aber er ist... Nee, okay. Den bekommen wir auch normalerweise down. Sollte kein Problem sein. Bekommen wir ihn. Super, haben wir auch ihn down. Aber auch hier keine weiteren Sachen am Start, die wir nehmen können. Wir müssen gleich halt relativ schnell aussortieren, weil wir brauchen sowas von dringend den Speed noch, die 1,23. Die sind halt ganz, ganz wichtig, Leute. Deswegen mal gucken, dass wir kurz Sachen wegwerfen. Wir machen nochmal einen neuen Apfel. Der ist halt umso wichtiger, je schlechter dein Equip quasi ist. Da brauchst du halt alles Mögliche. So, wir gehen mal in Richtung hier, also doch in Richtung Mitte jetzt. Wir müssen halt den Rest ausnutzen. Da hat einer nur ganz wenig Herzen gehabt. Da unten war da unten einer? Keine Ahnung. Da vorne ist einer, der sieht mich aber auch schon. Mit einer Angel in der Hand will ich mich da eher nicht mit anlegen. Da sind nochmal zwei, da ist nochmal einer. Kommt er an? Er kommt an, auch er mit einer Angel. Ja, da gehe ich mal ganz, ganz getrost weg. Ich will mir das einfach nicht geben lassen, jemand mit der Angel wieder zu haben, der dann eh wieder... Oh, ich hasse halt die Angelspieler. Ich hasse es einfach. Diese ganz lange Range, die sie dann virtuell erzeugen können. Wir gehen mal... Na, guck mal da, was ist... Ah, oh, Mann. Der Typ ist ganz komisch. Der mit dem V... Hat er denn ein V am Anfang? Da ist noch ein Schwert. Wir können es mal eben nehmen. Der da, was ist mit dem los, ey, Junge, boah, Angel-Switch, sorry, ich mag so Leute einfach nicht, die regen mich einfach auf. Oh, nice, das ist ja ganz geil, dass wir das Schwert aufgenommen haben. Schärfe, Fehlverbrennung 1 und wir haben bessere Schuhe hier, geil. Sind wir Full Prot 2 und haben alles dabei und ich reime ganz doll, weil ich bin toll. Okay, da ist einer mit dem Rücken zu uns gekehrt, den könnten wir, oh nein, Geschwindigkeit ist weg, oh, in der Sekunde oder was, ach nö. Ja, okay, wir bleiben mal an ihn dran, ohne Speeds. Boah, ist das lästig. Es fühlt sich einfach so schlecht an. Ja, komm, greif mich ein. Ich habe Schärfe 4. Das ist schon mal ein kleiner Vorteil für mich hier. Wir essen nochmal eben ganz schnell. Einmal kurz reinessen und weiter geht die Fahrt. Da, also es ist unfassbar. Wir müssen halt so laufen, dass er nicht weiß, wo wir vielleicht eventuell hinlaufen könnten. Immer ganz wichtig, auszuweichen. Wir bleiben so ein bisschen Richtung links, weil er muss auch links laufen, weil rechts ist halt die Border irgendwann... Das heißt, wir können ihn da ein bisschen uns annähern an ihn. Schaffen wir auch ganz gut. Da einmal einen Schild mitgegeben. Da ist noch ein Typ. Ich lasse ihn erstmal da außen vor, glaube ich, oder? Oh, fuck, ich habe gerade F5-Modus angemacht. So, da ist der. Ich will ihn aber jetzt haben. Ich weiß, der andere ist auch noch da in der Nähe, aber wir holen uns den mal eben kurz. Jetzt kämpfen wir nochmal gegen den. Wir müssen einmal kurz essen. Scheiße, das wird knapp, oder? Ach nein, hier unten ist... Oh Gott, okay, das war's dann mit uns. Er hat's... Oh Gott. Ah! Das Dumme ist gewesen, wir sind da dummerweise in so ein Loch reingefallen. Da hinten war einfach ein Loch. Das war kacke. Er hatte noch 6 Herzen gerade. Also 6 Dinger, 3 Herzen. Wir hatten auch noch 3 Herzen. Wir hätten ihn auch noch haben können, wenn wir vielleicht draufgegangen wären. Hätten wir ihn vielleicht bekommen können. Ich bin mir nicht sicher. Es war sehr knapp. Ein bisschen doof von mir gemacht eventuell, aber auch die Gegend war halt kacke. Trotzdem 3 Kills gemacht, ich bin zufrieden. Bis zum nächsten Mal. Winstreak ist gebrochen, Leute. Scheiße. Ich hoffe, ihr werdet nie angebrochen. Oh, oh.